und herzlich willkommen bei Crystals Delicious. In meinem heutigen Video handelt es sich um den Zauberstein von The Pimper Chef. Das ist dieser hier. Das ist der berühmte Pizza-Flammkuchenstein, unter dem man ihn quasi auf ganz vielen Bildern schon sieht, wenn ihr euch eventuell auch schon meinen Katalog angeguckt habt, den ich euch unten in der Infobox verlinkt habe. Und in dem heutigen Video möchte ich euch quasi erst einmal ein bisschen was zu The Pimper Chef erzählen. Was ist The Pimper Chef überhaupt? Was ist die Stoneware? Und die ersten Schritte, wenn ihr euch für den Zauberstein entschieden habt, was tue ich, wenn er zu Hause ankommt? Das würde ich sagen, gehen wir heute Schritt für Schritt einmal durch. Also kommen wir direkt zur ersten Frage. Was ist The Pimper Chef überhaupt? The Pimper Chef ist ein amerikanisches Direktvertriebsunternehmen, was es schon seit über 30 Jahren auf dem Markt ist und sogar schon seit 20 Jahren in Deutschland. Und The Pimper Chef entwickelt Produkte quasi rund um die Küche und übersetzt heißt ja quasi The Pimper Chef, der verwöhnte Koch, und das bin ich auch auf jeden Fall. Und das Herzstück des Unternehmens ist natürlich die Stoneware. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, was ist denn jetzt die Stoneware? Die Stoneware ist ein weißer Ton, der bei über 1000 Grad gebrannt wird und deswegen in unserem Backofen es schafft, ein tolles Steinofenklima zu erzeugen. Und das bedeutet, dieser Ton, der ist so feinporig, der nimmt quasi die Feuchtigkeit von eurem Gargut, also egal was ihr hier drauf habt, nimmt er auf, gibt sie quasi durch den Stein hier unten drunter, der atmet quasi der Stein, gibt die Feuchtigkeit unten wieder ab und dann zirkuliert diese Feuchtigkeit wieder im Backofen. Und das ist der Grund, weshalb die Pizza oder euer Flammkuchen oder euer Brot quasi nicht nur von oben kross wird, wie es in einem normalen Backblech ist, sondern auch von unten eine richtig, richtig schöne Kruste bekommt. So, und jetzt kommt die Frage, warum habe ich mich für die Stoneware entschieden? Ich weiß nicht, ob ich schon gesagt habe, aber ich habe mich damals schon sehr viel mit Brotbacken beschäftigt, denn ich komme aus einer Region, aus dem Schwalm-Eder-Kreis, und da ist es wirklich noch so, dass da richtige Bäckerkunst herrscht. Und wenn ihr mal durch Willingshausen-Marsenberg fährt, dann müsst ihr unbedingt bei der Bäckerei Riebeling anhalten, denn die machen mit Abstand das absolut beste Brot. So, und jetzt bin ich aus dem kleinen Dörflein quasi in die Stadt gezogen und habe echt das Problem gehabt, dass mir beim Bäcker kein Brot schmeckt. Und das ist auch noch bis heute so. Ich finde, es tut mir leid, wenn ich dazu sagen muss, aber viele Bäckereien, da merkt man einfach, dass sie nicht mehr mit frischen Zutaten, sondern auch noch selbst mit irgendwelchen Backmischungen arbeiten. So, und dann kam ich natürlich auf die Idee, das Ganze selbst in die Hand zu nehmen und selbst Brot zu backen. Aber ich war, um ehrlich zu sein, ich habe nie so noch nicht das richtige Rezept oder noch nicht die richtige Form. Also es hat auf jeden Fall, es hat mich nie so richtig überzeugt, wenn ich Brot selbst gemacht habe. Also entweder der Geschmack oder dass das Brot nicht so aufgegangen ist. Und vor allen Dingen hat mir immer die Kruste gefehlt. Und jetzt kommt wieder The Pimper Chef ins Spiel. Denn die Stoneware schafft es quasi, die Hitze gleichmäßig überall zu verteilen. Schafft es quasi, diesen tollen Steinofen-Effekt im Backofen zu machen, wodurch wir die Kruste kriegen, ohne dass wir diesen Stein auch nur vorher einweichen müssen. Denn da gibt es natürlich auch Tonprodukte, die man schon mehrere Stunden oder über Nacht in Wasser einlegen soll. Man muss ihn nicht unnötig vorheizen. Man kann quasi direkt den ganzen Teig hier auf der Stoneware verarbeiten, in den Backofen schieben und hat einen fantastischen Effekt. Das bedeutet, eure Küche bleibt sauber oder verhältnismäßig sauber. Man hat alles im Rahmen und ihr könnt auf dieser Stoneware kratzen, schneiden, alles, ohne euch Gedanken zu machen, dass man hier irgendeine Beschichtung kaputt macht. Ja, die Reinigung ist absolut einfach, denn man wäscht sie einfach nur mit heißem Wasser ab. Einfach mit einer Bürste heißes Wasser und es löst sich davon alles. Und am Anfang benötigt man noch ein bisschen Fett, aber danach könnt ihr quasi, ich zeige euch mal diesen Stein, das ist nämlich meiner. Und da seht ihr quasi den Vergleich. Ich hoffe, man sieht es hier in der Kamera. Da sieht man den Vergleich. Hier habe ich nämlich schon diese Patina-Schicht, diese Beschichtungsschicht, die man quasi mit der Zeit auf den Stein draufbackt, also drauf brennt quasi. Und auf diesem Stein benötige ich quasi gar kein Fett mehr. Das bedeutet, ich kann hier meine Kartoffeln, mein Gemüse oder sowas einfach hier drauflegen und muss mir keine Sorgen machen, dass irgendwas hier festklebt oder sowas. Und dann kommt auch noch hinzu, dass die Stoneware nicht nur für den Backofen geeignet ist, sondern man kann quasi alles vorbereiten, alles in den Kühlschrank stellen oder sogar in den Gefrier. Das macht der Stoneware gar nichts aus. Und man kann sie sogar in der Mikrowelle benutzen.
Und ich finde, das sind schon echt viele, viele Eigenschaften, die diesen Stein einfach nur absolut unantastbar machen. Es gibt wirklich nichts, keinen vergleichbaren Ton derzeit auf dem Markt. Und man kann bei diesem Stein wirklich sagen, dass desto älter oder desto mehr ihn benutzt, desto besser wird er. Desto besser wird quasi hier diese Patina-Schicht drauf und desto bessere Ergebnisse habt ihr quasi beim Backen. Also es ist quasi nicht wie irgendeine Anti-Haftbeschichtung, die mit den Jahren sich abnutzt und einfach weggeht. Nein, ihr baut quasi die Schicht immer mehr auf und freut euch dann quasi immer mehr über die Steine. Die Steine haben außerdem auch noch eine 3-jährige Garantie. Und damit der nichts schief läuft, sage ich euch jetzt auch noch was über die Handhabungstipps. Also wenn ihr euch auch in diesen Zauberstein hier verliebt habt und ihn euch bestellt habt und es kaum erwarten könnt, einen leckeren Flammkuchen, Pizza oder egal was, Brötchen hier drauf zu machen, dann kommt er zu euch nach Hause in einem Karton. Ihr habt ja mein Unboxing-Video gesehen, da habe ich es ja quasi mit euch gemeinsam ausgepackt. Dann ist der erste Schritt, dass man den erstmal reinigt, quasi unter fließendem warmem Wasser. Ich habe am Anfang einfach nur so ein bisschen Spüli drauf gegeben, damit quasi alle Produktionsreste, dass man hier alles abwäscht, dann trocknet ihr den einfach und dann lest ihr euch erstmal die Gebrauchsanleitung durch. Wenn ihr das alles gemacht habt, dann fängt er quasi an, diesen Stein erst einmal, diese Patina-Schicht, diese Anti-Haftbeschichtung aufzubauen. Denn ihr seht hier den Unterschied. Der Stein ist am Anfang, der sieht noch richtig schön aus eigentlich. Schön hell, aber der fühlt sich, man sieht es, hört es auch, er fühlt sich noch sehr, sehr rau an. Wenn ihr es quasi geschafft habt, diese Anti-Haftbeschichtung drauf zu bekommen, dann ist der Stein richtig schön weich. Und man merkt es auch hier, da ist immer viel Teig drauf, deswegen ist da noch nicht ganz so viel Patina drauf. Aber hier am Rand sieht man es, dass der richtig schön dunkel ist. Und an diesen, desto dunkler der Stein wird, desto weicher wird hier oben die Oberfläche. Und diesen Stein hier, also wenn ihr quasi ungefähr so einen Bräunungsgrad habt, dann müsst ihr quasi nicht mehr einfetten vor dem Gebrauch. Wenn er aber jetzt hier wie hier noch so schön hell ist, dann ist es wichtig, dass ihr eben vor dem Gebrauch immer mit ein wenig Öl einpinselt. Man sollte auch wissen, was man vorher macht, dass man auch wirklich nur die Flächen einfettet, die man auch belegt. Und zum Fett ist nur noch zu sagen, es sollte ein hoch erhitzbares Fett sein. Also egal welches, ein Rapsöl, Sonnenblumenöl, Kokosöl kann man auch heiß erhitzen. Wo man aufpassen muss, ist bei Ölsorten, die nicht so heiß werden dürfen. Das können unter anderem auch Olivenöl sein. Da hat man nämlich auch noch die Gefahr, dass es dann hier ausharzt auf der Stoneware. Also dieses reine Ölen, um die Patina quasi zu bilden, da eignet sich Sonnenblumenöl und Rapsöl am besten. Wenn ihr quasi jetzt irgendwas macht, wo ihr ein bisschen Olivenöl drauf macht, das ist kein Problem, aber es geht jetzt erstmal nur um diese Patina-Schicht. Und was auch noch wichtig ist zu erwähnen, wenn ihr fettige Teige benutzt, wie zum Beispiel Blätterteig und Mürbeteig, da auf gar keinen Fall unten drunter ölen. Da ist es vollkommen ausreichend, wenn ihr den Teig direkt auf den Stein verteilt. Und egal, ob er quasi noch so neu ist, ist es komplett ausreichend, dann nur mit dem Fettgehalt des Teiges zu arbeiten. Dann solltet ihr die Stoneware nie einfach so auf ein Backblech geben. Denn ich habe ja schon erklärt, der Stein, der muss atmen. Das bedeutet, er braucht auf jeden Fall unten offene Stellen, damit er quasi die ganze Luft, die ganze Feuchtigkeit entweichen kann. Und deswegen positioniert man den Stein immer am besten hier auf so einen Backofenrost. Und ich habe die auch immer so im Backofen gelagert. Und ein wichtiger Tipp ist, dass ihr in eurem Backofen immer die unterste Schiene benutzt, denn da kriegt man immer das beste Backergebnis hin. Man kann den Stein problemlos in den vorgeheizten Backofen reingeben. Das Einzige, was ihr immer beachten solltet, ist, dass ihr den Stein immer zu 2/3 belegt. Also man sollte ihn nie leer im Backofen vorheizen. Man sollte quasi einfach nur achten, dass wenn ihr hier Kartoffeln, Gemüse zum Beispiel drauf macht, dass ihr es einfach komplett über den Stein verteilt, damit dann keine Spannungsrisse entstehen. Und wenn ihr zum Beispiel Flammkuchen oder Pizza macht, dann habt ihr eh gar kein Problem, weil dann ist ja quasi die komplette Fläche abgedeckt. Wenn ihr jetzt zum Beispiel Tiefkühlkost auf dem Stein, auf der Stoneware zubereiten wollt, dann ist es gar kein Problem. Dann gebt ihr quasi einfach nur euer Gefriergut auf den Stein, verteilt alles,
lässt das Ganze ein bisschen antauen, damit es nicht ganz so gefroren ist und gibt das Ganze ganz einfach nur kalt in den Backofen und dann gibt es auch gar keine Probleme, denn dann erwärmt sich der Stein schön langsam und gleichmäßig im Backofen. So, also kommen wir eigentlich nur noch zum letzten Punkt, zur Reinigung. Da habe ich ja schon gesagt, am besten mit warmem Wasser, einer einfachen Spülbürste, die ohne Spüli ist, einfach abbürsten und wenn es sein muss, gibt es ja auch noch hier unsere Spülschwämmchen. Ich nenne es immer Schwämmchen. Also mit der rauen Seite vom Schwämmchen kann man quasi auch einfach nochmal lang reiben, wenn man jetzt irgendwelche ganz, ganz starken Verschmutzungen hat. Und wenn es gar nicht geht, gibt es ja auch noch diesen Schaber, den ich euch beim letzten Video auch gezeigt habe, der bei jedem Stein mitgeliefert wird. Mit dem kann man das einfach reinigen. Man kann die Steine, wenn es mal ganz, ganz arg ist, aber ich muss sagen, ich habe die Steine jetzt schon, glaube ich, seit 3 oder 4 Jahren, was mir noch nicht passiert. Wenn die ganz arg irgendwie verschmutzt sein sollten, dann kann man das, natürlich kann man das auch mit ein bisschen Seife reinigen. Man kann es sogar mal zur Not ab und zu mal in die Spülmaschine geben. Aber eine Sache sollte man dabei nicht vergessen. Ihr macht natürlich mit jedem Spülgang mit Seife immer ein Stückchen von eurer schönen Anti-Haftbeschichtung weg. Und wenn es mal sein sollte, dass ihr einen Tropfen Spüli braucht oder sowas, ist das kein Problem. Da müsst ihr einfach nur beim nächsten Mal nochmal eine kleine Ölfettschicht drauf machen. Dann baut sich das Ganze auch wieder auf. Und wenn ihr euch jetzt fragt, was kann ich jetzt alles auf meinem Zauberstein leckeres zaubern, dann ist es zum Beispiel, also so ein paar Rezepte habe ich ja auch schon auf meinem YouTube-Channel. Ich habe im Übrigen ja auch Playlists. Für alle die sich nicht durch alle Videos durchgucken wollen oder die irgendwas Spezielles suchen. Unter anderem auch eine mit The Pampered Chef. Ich habe nämlich schon, wenn man es nämlich genau sieht, in meinem ersten Video sogar schon Artikel von The Pampered Chef benutzt. Also da seht ihr mal, von Anfang an liebe ich schon diese ganzen Produkte. Aber auf jeden Fall habe ich euch da quasi schon ein paar Rezeptideen unter The Pampered Chef hinterlegt. Und außerdem eignet er sich natürlich perfekt für alles, was nicht ausläuft. Also quasi Flammkuchen, Pizza, Ofenkartoffeln kann man zum Beispiel Kartoffelspalten, Gemüse kann man auch noch darauf zaubern. Außerdem ist die auch noch perfekt geeignet für Plätzchen und auch zum Beispiel auch für so Chicken Nuggets, also irgendwas Paniertes. Wichtig ist halt nur, dass man bei Sachen, die so ein bisschen auslaufen könnten, wie Chicken Nuggets, da könnte ja dieses Fett quasi austreten, dass man einfach nur aufpasst, dass man hier nicht komplett bis zum Rand belegt, denn dieser Pizzastein hier, der hat keinen Rand. Das bedeutet, wenn ihr irgendwas mit Flüssigkeit hier oben drauf geben würdet, dann könnte es halt passieren, dass es hier unten runtertröpfelt und dann euren Backofen ein bisschen einsaut. Also ihr Lieben, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr seid ein bisschen schlauer geworden, warum diese Steine so toll sind, warum ich die so liebe. Und das Erste, was ich jetzt hier mit diesem Stein mache, ist, dass ich hier erst einmal einen Blätterteig drauf mache und das quasi so eine Art Flammkuchenmäßig mache, damit ich den jetzt auch erstmal ein bisschen einbrennen kann, damit hier eine Patina entsteht. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen verzaubern mit diesem Stein. Wenn ihr noch mal ein bisschen mehr stöbern wollt, den Katalog verlinke ich euch wie immer. Meine E-Mail-Adresse steht auch unten drunter. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder euch irgendwas wünscht, schreibt mich einfach gerne an. Wenn ihr euch noch so weitere Videos zu The Pampered Chef Produkten wünscht, die ich euch vorstelle, dann schreibt mir das auch einfach unten in den Kommentaren. Ich würde sagen, bis zum nächsten Sonntag. Tschüss!